Herzlich willkommen mal wieder zu einem Video. Heute mal eine ganz andere Tour. Wir stehen hier auf dem Augustusplatz in Leipzig und heute haben wir den 2. September. Das heißt, heute beginnt das Stadtradeln. Leipzig ist ab heute sozusagen dran. Das heißt, alle Leute, die Lust haben, melden sich an und protokollieren alle gefahrenen Fahrradkilometer. Und dann wird halt aufsummiert, welche Stadt in Deutschland die meisten Kilometer zusammengefahren hat. Und dann eben ein Ranking erstellt und so weiter und so fort. Und als Eröffnungsveranstaltung gibt es heute hier eine 10 Kilometer kleine Tour durch Leipziger Stadtgebiet. Ziel ist dann hier, also Stadt hier am Augustusplatz, Ziel dann im Clara Zetkin Park. Und ja, wir werden natürlich auch mitfahren, werden unsere Kilometer die nächsten drei Wochen sammeln. Und heute gibt es einfach mal hier so ein paar Impressionen von der Tour durch die Stadt. Letztes Jahr waren es ungefähr 1000 Teilnehmer. Mal schauen, wie viel dieses Jahr zusammenkommt. So, jetzt alle freundlich gucken für den Rotlichtblitzer. Schade. Wir sind wahrscheinlich nicht drauf. Naja. So, wir fahren jetzt hier auf die vierspurige Bundesstraße. Auf die B2. Die erstmal nur zweispurig ist, aber die natürlich sonst für Fahrräder gesperrt ist. Also eine einzigartige Gelegenheit heute. So, wir sind jetzt am Konnewitzer Kreuz, am südlichsten Punkt, und nachdem wir hier nochmal schön den Verkehr aufgehalten haben, geht es jetzt weiter wieder Richtung Zentrum und Ziel ist dann im Clara Zetkin Park die Sachsenbrücke. Wie ein bisschen Weihnachtsstimmung hier mit so einer roten Lichterkette in der Anton-Bruckner Allee. Es sind jetzt nur noch wenige hundert Meter bis zum Ziel. 10 Kilometer. War auf jeden Fall ein Riesenspaß. Auch wenn es meistens sehr langsam mit unter 10 km/h voranging. Aber in diesem Sinne ein gelungener Auftakt.